Die Menschenkette ist gelungen auf diesem Abschnitt zwischen der Mitte der Kennedy-Brücke und dem Konrad-Adenauer-Platz. Haben etwa 150 Menschen die Menschenkette geschlossen und haben damit ein deutliches Zeichen gesetzt für mehr Menschlichkeit, für Menschenrechte und gegen das Sterben von Fliehenden im Mittelmeer. Ich bin sehr dankbar dafür, dass so viele Menschen gekommen sind, sowohl aus unserer Bonner und Beuler Urbevölkerung in Anführungsstrichen, aber eben auch Menschen, die selber Fluchterfahrung haben und gesagt haben, bei dieser Menschenkette, Rettungskette für Menschenrechte, möchte ich dabei sein. Das hat mich sehr bewegt und wir haben eine 5-minütige Schweigezeit gemacht, in der wir an die Menschen besonders gedacht haben, die auf der Flucht ihr Leben gelassen haben.